Thema Pump Booster. Lieben viele von uns, aber kennt man mittlerweile halt auch. Meistens ist der Aufbau von Hersteller zu Hersteller nämlich relativ ähnlich und Unterschiede finden sich dann nur noch im Detail. Da ist es dann schon sehr erfrischend, wenn ein Hersteller mal wieder etwas grundlegend Neues ausprobiert. Wir kennen es ja vom Plutonium, dass Peak bei ihren Boostern gerne mal mit diesen zweiteiligen Verpackungen spielt. Der Plutonium kommt zwar ganz klassisch in einer Dose mit Pulver daher, aber im Deckel, da befindet sich noch ein extra Fach, wo nochmal ein paar Kapseln versteckt sind. Dieses Feature hatte man da aber noch nicht benutzt, um irgendwas bahnbrechend Neues damit zu machen. Das ist jetzt dem Epic Pump Unlimited vorenthalten, denn da ist dieser Extra-Inhalt ein absoluter Gamechanger. Der Epic Pump Unlimited ist, wie der Name schon andeutet, ein reiner Pump-Booster. Er enthält also keine wachmachenden Stimulantien, auch keine Kohlenhydrate oder irgendwas in diese Richtung. Man findet im Produkt lediglich zwei Zutaten, die nicht unmittelbar was mit dem Pump zu tun haben. Und das wäre zum einen der auf Procyanidine standardisierte Grüntee-Extrakt namens Cellflow 6. Der soll nämlich vor allem die Performance und die Energiebereitstellung pushen und hat deshalb wenig bis gar nichts mit unserem Pump zu tun. Die zweite Zutat wären dann noch die 4 Gramm Taurin, die man so wahrscheinlich am ehesten noch vom Red Bull kennt, auch wenn da das Taurin nur ein Viertel so hoch dosiert ist. Die Studienlage zu Taurin, die ist allerdings teilweise noch etwas vage. Am ehesten sagt man der Aminosäure aber einen performancesteigernden Effekt nach. Das sind für mich zwar beides Nice-to-Have-Zutaten, aber natürlich nicht ausreichend, um hier von wirklichen Kaufgründen sprechen zu können. Die findet man also ausschließlich in der Pump-Formel und wenn euch ein zugegeben richtig geiler Pump als alleiniges Verkaufsargument nicht ausreicht, dann ist dieses Produkt auch nicht das Richtige für euch. Die Philosophie der Pump-Formel, die lässt sich am besten mit dem Spruch klotzen und nicht kleckern beschreiben. In Summe sind zwar echt nicht so viele Zutaten enthalten, aber die drin sind, die sind absolut krank dosiert worden. Das beginnt schon beim Citrullin und Arginin, also den absoluten Standardzutaten eines jeden Pump-Boosters, die durch eine Steigerung des Stickstoffmonoxidgehalts unsere Gefäßwände erst erschlaffen und somit eine bessere Durchblutung fördern sollen. Mit 10 bzw. 6 Gramm sind nämlich die schon richtig fett dosiert und in dieser Höhe wirklich selten gesehen. Die Dosierungen, die sind tatsächlich so hoch, dass man durchaus berechtigt daran zweifeln darf, ob der Körper im Training diese Mengen überhaupt noch verarbeiten kann. Aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, würde das in der Praxis keine Nebenwirkungen mit sich bringen. Wenn sich das also irgendwo bemerkbar machen sollte, dann am ehesten bei der Effizienz des Produkts und somit beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber dazu komme ich noch. Die nächsten Bestandteile des Boosters sind zum einen die Elektrolytmatrix, die quasi schon vor dem Training die Basis setzen soll, um einer potenziellen Dehydration entgegenzuwirken. Die würde nämlich nicht nur unseren Pump hemmen, sondern auch massiv auf die Trainingsleistung gehen. Und zum anderen sind dann auch noch 2,5 Gramm Oxystor mit von der Partie. Auch den Stoff kennt man ja mittlerweile. Es handelt sich dabei um einen Amaranth-Extrakt mit besonders hohem Nitratanteil, der nochmal auf eine etwas andere Art und Weise unsere Stickstoffmonoxidwerte im Blut steigern soll. Sprich, diese Zutat, die verfolgt eigentlich exakt dasselbe Ziel wie Citrullin und Arginin auch schon, versucht das aber nochmal über einen etwas anderen Weg umzusetzen. Bis hierhin macht der Booster allerdings noch nichts bahnbrechend Neues. Klar sind die Dosierungen hoch, aber auf der anderen Seite fehlen halt auch einige synergistisch wirkende Zutaten, um aus diesen hohen Dosierungen auch das volle Potenzial rausholen zu können. Will sagen, bis zu diesem Punkt hätte man wahrscheinlich mit weniger Rohstoffeinsatz auch dieselbe Wirkung erzielen können und wäre so nicht nur effizienter, sondern eben auch günstiger weggekommen. Meine Begeisterung für dieses Produkt lässt sich also auf die letzte verbleibende Zutat reduzieren. Und das ist das Glycerol. Und zwar in einer flüssigen Form. Genau das finden wir nämlich in Form dieses Fläschchens hier, als Zusatz im Deckel versteckt. Davon macht man sich also nach dem Pulver nochmal etwas extra in den Shaker hinein. Das Glycerol ist dabei etwas zähflüssig, so ein bisschen wie Uhu-Kleber, löst sich aber beim Shaken ganz normal auf und verändert den übrigens sehr soliden Geschmack des Boosters auch nur minimal. Grundsätzlich ist ja Glycerol nichts Neues. Der Stoff Glycopump oder Glycopump, je nachdem wie ihr es aussprechen wollt, ist ja im Grunde nichts anderes als Glycerolpulver und den findet man ja mittlerweile in wirklich vielen Pump-Boostern.
Meistens dann so in Dosierungen von 1,5 bis 3 Gramm. Die flüssige Form erlaubt es allerdings, dass hier tatsächlich Glycerol in einer 99,5%igen Form vorliegt. Zum Vergleich, der Glykopamp-Rohstoff, der kommt nur auf 65% und das war bisher schon immer verhältnismäßig viel. Darüber hinaus nehmen wir allerdings von dem Glycerol nicht nur 2 oder 3 Gramm, sondern gleich 5 Milliliter, was dann sogar 6 Gramm reinem Glycerol entspricht. Und Leute, das macht echt so einen krassen Unterschied aus. Zusammen mit dem Pulver als Basis, für mich tatsächlich mit das Beste, was ich in diesem Bereich bisher erleben durfte. Eigentlich waren meine Umstände für diesen Test ja maximal schlecht. Ich befinde mich nämlich aktuell auf Diät und nehme entsprechend weniger Kohlenhydrate zu mir als sonst. Und das sind natürlich alles andere als gute Voraussetzungen für einen guten Pump. Um das Ganze aber trotzdem möglichst fair bewerten zu können, habe ich den Epic Pump Unlimited immer im Wechsel mit anderen Pump Boostern genommen. Mache ich im Übrigen immer so, einfach um diesen ständigen Vergleich zu haben. Und tatsächlich jedes Mal, wenn ich den Epic Pump Unlimited genommen habe, waren sowohl der Pump, die Prallheit als auch das Muskelgefühl um ein deutliches Stück besser als bei den anderen Trainings. Es war also echt krass, das wirklich immer wieder so an mir beobachten zu können. Der Pump ist also echt genial. Aber wie gesagt, eben auch der einzige Kaufgrund für das Produkt. Und hier findet sich dann auch meine zentrale Kritik am Epic Pump Unlimited. In dieser Dose sind nämlich nur 15 Portionen enthalten und das für einen Preis von satten 49,90 Euro. Und das ist in meinen Augen einfach zu viel für einen mehr oder weniger reinen Pump Booster. Ich könnte jetzt natürlich damit kommen, dass man mit dem Code FELIX10 nochmal mindestens 10% und bei speziellen Aktionen sogar nochmal etwas mehr sparen kann. Aber selbst dann ist halt der Booster immer noch sehr teuer und ich verstehe wirklich jeden, der sagt, dass ihm ein guter Pump alleine das einfach nicht wert ist. Deswegen kann ja auch nicht von einer vernünftigen Anschaffung die Rede sein. Der Epic Pump Unlimited ist einfach ein Spaßprodukt. Etwas, was man vielleicht seinem Freund zum Geburtstag schenken würde. Aber auf jeden Fall nichts, was man sich holen würde, wenn einem für Supplements nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Da kann der Pump noch so geil sein.